Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Ich Gothic weiß langsam 2, die nicht Nacht mehr, was des ich glauben Raben soll. Schrägstrich Varus Biker Edition. Wir müssen erstmal nach Sekops Hof, denn dort soll eine Truhe liegen, wo Xardas früher seine wertvollsten Sachen, als er aus seinem alten Turm im Miental umgezogen ist, mitgenommen hat, und die wollte nicht bei ihm verstauen, damit die Sachen keiner findet. Gut, soweit alles gut. Adanos und Belia haben wir schon am Sonnenkreis. Jetzt wäre noch Innos vonnöten. Und der kommt erst, wenn wir einen Hey, Beweis du! bringen, dass Xardas nicht gegen uns ist. Und diesen Beweis müssen wir ihn jetzt liefern. Bauer, Bauer. Barbara. Nichts Neues. Sage ich nur, nichts Neues. Rega. Auch nichts Neues. Okay. Bauer. Ja, gut, dann sprechen wir mal mit den Bauern da hinten, weil die stehen hier gerade so einsam und verlassen. Balthasar. Till. Rosie. Was kannst du mir Was anbieten? kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Sagen, hast du irgendwie Äpfel oder sowas? Nee, ne? Leider, so wie es aussieht, nicht. Schade. Okay, dann sprechen wir mal mit Sekop. Hey, Hallöchen. du! Ist was passiert? Ist was passiert? Du musst mir helfen! Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Ihr königlichen Gardeleute müsst euch doch um das Wohl aller kümmern, oder? Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Ich Bitte, fürchte hilf mir, doch. mach, dass sie wieder verschwinden. Ich fürchte doch, dass die leider in deinem Haus was suchen. Und da ist leider Xalas, könnte man so sagen, dran schuld. Aber ich werde euch nicht den Stich lassen. Es sind ja auch schließlich Erfahrungspunkte, die mir gehören. Und aus dem Grund werde ich euch da mal helfen. Aber nicht mit dem Zauber, ihr Spinste. Mach bloß kein Feuerregen, du da. Nein, kein Feuersturm. Ist jetzt gut hier? Ist da noch einer? Da ist tatsächlich noch einer. Ich hoffe, das war euch allen eine Lehre, dass ihr hier nicht unschuldige Bauern nachstellen sollt. Ich würde mal sagen, heilen brauche ich mich nicht, auch wenn ich blute. Es sieht dunkel aus. Wir könnten uns dann später mal ins Bett legen. Und das wäre auch gut wegen das Auge Innos, was repariert werden muss. So, machen wir erstmal die Suchenden hier plündern. Ist ja doch super von der Hand verlaufen, würde ich sagen. Denn ich habe gedacht, die werden mehr Probleme darstellen, als sie sind. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. So, das ist die Truhe von Xardas. Da ist die Hallen von Erdorath Buch drinne, Goblin-Skelett erschaffen drinne, ein Ring der Magie drinne, 5 Mana-Tränke, Laborflasche und ein bisschen Gold. Wir sind wieder bei 1003 Gold. Sauber. Aber jetzt würde ich sagen, bevor wir den Bauern da Bericht erstatten, lege ich mich mal kurz ins Bett. Und zwar zu den schnuckligen Suchenden. Gleich zum nächsten Tag, das heißt, Energie ist aufgefüllt. Wir brauchen das nicht selber machen. Es ist ein neuer Tag, wir können das Amulett Innos abholen. Und wir können den Bauern Bescheid sagen, dass ihr Hof wieder sicher ist. Dein Haus ist leer. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Ich wusste doch, dass man sich auf die Garde verlassen kann. Nicht so schnell, mein Freundchen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Von jetzt an wirst du deine schmutzigen Geschäfte einstellen und im Sinne der Gemeinschaft handeln. Sonst komme ich zurück. Ich verstehe nicht. Was willst du noch? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Naja, besser als nix. Obwohl ich eigentlich nichts von Gold haben wollte. Ich wollte eigentlich nur, also das, was unser Charakter
unser Protagonist meinte, ist eigentlich, dass er seine krummen Geschäfte nicht mal machen soll und ehrlich sein soll. Und nicht die Bauern hier schänden sollte und so. Aber das hat er irgendwie nicht verstanden. Ich im Gegensatz schon. Aber naja. Das war ja wahrscheinlich auch so gewollt, dass er es nicht versteht. So, dann holen wir uns mal das Auge Innos ab. Und dann haben wir alles. Dann könnten wir... Nee, dann müssen wir erst zum Kloster und dann müssen wir zum Sonnenkreis. Ja. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, Bennett. Hey. Ich möchte meine Sachen abholen. Ist das Amulett fertig? Ist das Amulett fertig? Oh. Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Lass ich lieber die Finger. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Super, danke dir. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Du hast das nicht gewusst. So, wo ist denn das Amulett, dass wir uns das mal auch angucken können? Ich habe mir das schon gedacht. Frankus Amulett. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß nicht zum ersten Mal, was ich glauben soll. Da ist es. Ich habe was anderes gehört. Da. Auge Innos. Die Fassung des Amuletts ist intakt. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Ja, der wird ja jetzt aufgeladen am Kreis dann. Da würde ich vorschlagen, dass wir jetzt erstmal zum Kloster uns teleportieren. Müssen wir nur gucken, wo das Kloster ist, da. Ich habe mir das schon gedacht. Und Pyroka das Buch bringen. Aber erstmal werden wir abspeichern und wir werden mal gucken, ob wir uns das Buch selber mal gucken können, mal lesen können. Das hört sich ja schon sehr interessant an, ne? Mal gucken. Sollen wir gucken, wo es ist. Da, die Hallen von Erdorath. Der Einband des Buches lässt sich nicht öffnen. Das heißt, wir können es nicht lesen. Schade. Milton, dein Job wieder. Ich bedanke mich. Schön, wenn wir so einen haben, der hier zumacht die ganze Zeit. Also ich fände das kacke, wenn ich Feuermagier werde. Und ich würde den ganzen Tag von Novizen angebetet werden. Ey, das wäre krank, ey. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her. Das ist ja unglaublich. Hast du auch nur am geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Oh, oh, das fetzt, glaube ich, nochmal richtig. Okay, also wir sind hier soweit durch. Die sind alle jetzt auf dem Weg zum Sonnenkreis. Da würde ich sagen, teleportieren wir uns da mal hin. Wo war das nochmal gleich? Da, zum Sonnenkreis. Tada! Und das habe ich mir gedacht. So schnell ist Pyroka nicht. Das heißt, wir müssen uns nochmal kurz woanders hin teleportieren. Mal eine Hafenstadt. Und ich hoffe, jetzt ist er da. Schön. Aber sagen, so schnell war Pyroka nämlich nicht. Naja, mal gucken, was die hier zu sagen haben. Xardas, Pyroka, Vadras. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn 3 Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die 3 Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen.
Na dann, viel Spaß, Leute. Schöne Farben, ganz schöne Farben. Rot, lila und blau. Ganz schöne Farben. Jetzt weiß ich auch, warum ihr euer Sumpfkraut brauchtet. Gibt euch einen extra Rausch, ne? Wackel, 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 der Boden vibriert. Oh, seid ihr jetzt nun fertig, oder wie? Das kann aber dauern. Es ist wahr. Es ist uns gelungen, den Plan des Feindes zu vereiteln und das Auge wieder zu heilen. Lass dir den Umgang mit seiner Macht von Pyroka erklären. Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen, wenn du deine Aufgabe erledigt hast. Leb wohl. Nun, da das Auge Innos geheilt ist, musst du den Drachen entgegentreten. Na toll. Sie alle dienen Belia, dem Gott der Finsternis. Aber es muss eine irdische Macht geben, die sie kontrolliert. So viel ist mir inzwischen klar. Finde heraus, was die Quelle dieser Macht ist. Sobald du etwas herausgefunden hast, kommst du zu mir zurück. Jo. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Danke für deine Hilfe, das Auge Innos zu heilen. Sei nicht so verschwenderisch mit deinem Dank. Deine größte Aufgabe liegt noch vor dir. Sprich mit Pyroka. Er wird dir alles Weitere erklären. Ich hoffe, ich sehe dich heil wieder, mein Sohn. Das hoffe ich auch für uns beide. Pyroka. Ich habe es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Nee, ihr habt es geschafft, nicht ich. Ihr habt es geschafft. Das Auge Innos ist geheilt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Was bleibt mir hier noch zu tun? Was bleibt mir hier noch zu tun? Halte dich nicht mit Nichtigkeiten auf. Geh und vernichte die Drachen. Hier hast du das Auge. Bedenke, dass du erst mit einem Drachen gesprochen haben musst, bevor du ihn angreifst. Hm. Die Macht des Auges wird die Drachen dazu zwingen, mit dir zu reden und dir die Wahrheit zu sagen. Außerdem bietet es dir Schutz gegen ihre Angriffe, wenn du es trägst. Jedoch ist seine Kraft nicht beständig. Du wirst es wieder mit magischer Energie füllen müssen. Dazu brauchst du die Essenz eines Drachenherzens, das du an einem Alchemietisch mit dem Auge vereinst. Erst dann kannst du es wagen, einem weiteren Drachen entgegenzutreten. Danke. Ich werde es mir merken. Du hast alles, was du brauchst. Geh nun. Du hast nicht mehr viel Zeit. Okay. Super, dann sind wir ja soweit eigentlich für Kapitel 4. Aber ich überlege mir da noch was, ob ich da wirklich schon Kapitel 4 gehe oder ob ich jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren gehe. Denn ich habe da noch so böse Erinnerungen, dass die Drachen recht stark waren. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal zur Hafenstadt gehen und dann entscheiden wir, was als nächstes geschehen soll. Ich würde mal vorschlagen, wer ist denn hier, wer bringt mir denn hier was für Getränke bei? Das ist ja schrecklich. Was ist schrecklich? Meine Meinung ist... Was ist schrecklich, meine Damen? Redet. Redet einfach zu viel. Ja. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt erstmal ganz, ganz kurz mal gucken, ob wir hier irgendwie einen Alchemisten finden, der uns was beibringen kann. Denn ich möchte jetzt so langsam mal hier die Tränke lernen, dass wir da von der Geschicklichkeit und Stärke höher kommen. So langsam können wir das nämlich gebrauchen. Hey, da bist du ja wieder. Yo. Rüstung anpassen. Ja. Da. Das waren 10.000 Gold und 5 Herzen eines Dämons waren das. Was haben wir denn? Also 10.000 Gold, gut. Ist zwar recht viel, ist ein stolzer Preis, ist aber machbar. Die 5 Herzen machen mir aber ein bisschen Sorgen. Wo haben wir die denn? Ich guck gerade mal. Wo sind die? Da. 4. Also einen bräuchten wir noch. Aber ich möchte nicht die Ritterrüstung verbessern, sondern hinter die andere.
Wir kriegen noch eine bessere Rüstung später irgendwann mal. Die würde ich dann gerne eigentlich verbessern wollen. Aber nicht jetzt. Ich habe da schon so ein Gefühl, wer mir das mit den Tränken und so beibringt. Da muss ich mal ganz kurz einen Umstecher machen, und zwar zur Taverne. Bist du wirklich daran? Das machen wir noch in der Folge. Und zwar will ich jetzt mal zu Sagitta. Denn ich glaube, die bringt mir das bei. Zumindest wüsste ich jetzt die einzige Person, die in der Nähe ist, die mir sowas beibringen würde. Das heißt, ab nach Sagitta. Und gucken. Feldknöterich haben wir tatsächlich vergessen. Oder der ist neu gewachsen. Eins von beiden. Hier sind auch noch neue Kräuter. Ich glaube, die wachsen neu. Ich kann zwar nicht beschwören, aber irgendwie weiß ich nicht. Es kann sein, dass durch Varus Biker die in den Kapiteln neu wachsen. Das wäre noch ein Grund, warum man erst im 5. Kapitel anfangen sollte, die Monster zu töten. Damit man dann weiß, da war man schon. Ich würde schon gerne hier mit euch rumreisen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Und so die ein oder anderen Viecher noch töten. Damit wir wenigstens gegen die Drachen irgendwie eine reale Chance haben. Aber die lasse ich erstmal stehen. Ich will erstmal nur nach Sagitta. Was war das denn? Unkraut. Oder Heilkraut? Heilkraut war das, nicht Unkraut. Okay. Boah, hier gibt es doch schon einiges. Seh nix. Ist die hier eigentlich auch verunreinigt, die Statue? Tatsächlich. Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Also, es wäre noch einer übrig. Ich habe da eine Idee, welcher einer das ist. Aber dafür gehen wir da gleich erst gucken. Erstmal gehe ich jetzt zu Sagitta. Kannst du mir denn das beibringen jetzt endlich? Genau. Welche Tränke kann ich bei dir brauen lernen? Welcher Trank soll es denn nun sein? Da, Geschicklichkeit, yo. Super. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Genau, da wollte ich auch mal kurz gucken, was die hat. Die hat ein Herz des Dämons. Den sollte ich mir vielleicht mal besorgen. Und was hat die hier noch? Die hat Drachenwurzel und so noch, ne? Sollte ich mir auch vielleicht besorgen. Was hat die noch? Nur Drachenwurzel, okay. Aber pass mal auf, holen wir uns mal die Drachenwurzel und das Dämonherz. Schön. Dann haben wir das auch alles. Laborflaschen haben wir sicherlich noch, ne? Aber doch bestimmt einiges in der letzten Zeit gehortet. So, wir können nämlich jetzt Tränke des Geschicklichkeit machen. Die mache ich auch. Goblinbeere und Kronstöcke. Wie viele Kronstöcke haben wir eigentlich? Weil ich würde gerne eigentlich... Oh, plus 3. Sauber. Wo haben wir die denn? Da, 11 Stück. Wir haben 6 Drachenwurzel. Das heißt, ich könnte noch 5-mal Kronstöcke verbrauchen. Also 5 Goblinbeeren. Noch. Ich würde mal gerne wissen, wer mir das mit Stärke beibringt. Das war doch bestimmt auch irgendwer. Oh, wie viele darf ich noch machen? Einen dürfte ich noch. Ja, einen machen wir auch noch. Wir finden sicherlich noch Kronstöcke und sicherlich auch noch permanente Zutaten, aber naja. So, wir haben 6 Stück, die schlürfen wir ja auch gleich. Dann haben wir gleich mehr Geschicklichkeit. Alter, wir haben jetzt so viel Geschicklichkeit dazu bekommen, ne? Wir sind bei 83 Geschick. Ich könnte bald Akrobatik übrigens, ne? Ja, müsste bald kommen. Das ist auch super. Haben wir denn noch Steintafeln eigentlich, die wir lesen könnten? Bogenschießen, Armbrustschießen? Nein. Hier ist soweit nichts. Zweihandkampf? Nee. Also, die Steintafeln, die wir hier haben, die sind noch gerade ohne Belang. Das ist gut. So. Dann würde ich sagen, beende ich diese Folge an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir wahrscheinlich
ein bisschen farmen gehen, bevor wir ins Minental zurückkehren. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.